Willkommen zurück zu Ni no Kuni. Wir sind hier vor der Stadt Laguna, genau, da oben steht's ja. Und wir müssen ein Schiff besorgen. Leider habe ich, ich glaube, gute 2 Stunden Ingame-Material, also Videomaterial, anscheinend gelöscht, nicht aufgenommen, keine Ahnung. Also mir fehlt wirklich so viel Spielzeit. Es ist einiges passiert. Ich habe noch ein bisschen gelevelt. Und wir haben jetzt auch einen Kessel, den haben wir bekommen, indem wir beim letzten Mal die Stadt betreten haben, also Laguna betreten haben. Und da war ein Mann, der hat den Kessel geklaut, den haben wir dann auch gefunden, der hat uns den Kessel gegeben und ist abgehauen. Also ich vermute mal, dass der noch später was mit dem Spiel zu tun hat. Wenn ich ihn nochmal begegne, sage ich euch Bescheid. Wir haben den Kessel zurückgegeben an den Verkäufer, er hat gesagt, warum habt ihr ihn zurückgegeben? Er hätte ihn ruhig klauen können, weil ich mit ihm nichts anfangen kann. Man kann ihn nicht öffnen. So, da haben wir versucht, ihn zu öffnen. Wir haben ihn aufbekommen, da wir irgendwie einen Code eingeben mussten, den wir im magischen Begleiter gefunden haben. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Oh Mann. Egal. Da mussten wir gegen den Djinn, der sich darin befindet, kämpfen. Ich glaube, ich kann ihn mal zeigen. Da ist er. Das ist der Djinn. Gegen den haben wir gekämpft, war ein brutaler Kampf, der Typ ist sau stark gewesen. Ja, und in dem Kessel, der Kessel hat was mit Alchemie zu tun, das heißt, wir können da Sachen zusammen mixen. Es gibt Formeln, Nixentau, ich glaube, das mussten wir mal machen oder so. Deswegen, wir können auch Waffen zusammen mixen und alles mögliche. Und die Formeln stehen, soweit ich weiß, auch alle im magischen Begleiter. Alchemie müsste das hier sein. Genau, da haben wir es ja zum Beispiel Waffen. Nehmen wir mal das erste. Da sehen wir es. Schwert und Schwerter und Dolche, dann Veteran, Schwert und was wir dazu alles brauchen und wie viel, um das dann auch ja, mixen zu können. Fand ich eine ziemlich coole Sache. Wie gesagt, hat trotzdem leider keine Aufnahme. Ihr habt es nicht gesehen. Schade leider. So, trotzdem würde ich sagen, werden wir Laguna betreten und uns nach einem Schiff umschauen. Denn wir brauchen ein Schiff, um weiterzureisen, um die nächsten Weisen zu treffen, um noch stärker zu werden. Deswegen betreten wir doch die wunderschöne Stadt. In der habe ich auch ein bisschen umgesehen. Das ist wirklich eine coole Stadt. Man merkt, es ist halt ein Hafen, mehr oder weniger. Das ist Laguna. Sieht nicht verkehrt aus, auf jeden Fall. Ich werde nicht viel machen, als auch jetzt hier keine Nebenmissionen oder so. Meine Nebenmissionen sind zwar ganz cool, aber muss nicht zwingend sein. Gehen wir mal direkt zur zum Missionsziel. Nehmen aber natürlich noch alle Krüge mit. Ah, noch einen Kuchen. Hm. Okay, bin ich ganz falsch gelaufen. Komplett falsch. Alle hier tragen Badeklamotten, hm? Ja, kein Wunder, dass es das Strandparadies des Südens genannt wird. Guck mal, die sind nicht richtig angezogen. Wie respektlos. Wie? Verflixt, die gleiche Sache wie damals in Katzbuckel. Oh je. Meine Güte, was ist das für ein Aufruhr? Ah, Herr Gouverneur. Sie kommen im rechten Moment. Was haben wir denn hier? Na? Ihr besucht unsere Stadt, nehme ich an. Ihr müsst wissen, dass jeder, der sich hier auffällt, gesetzlich dazu verpflichtet ist, sich angemessen zu kleiden. Damit meine ich natürlich Badesachen. Aber wir wollen uns hier ja nicht niederlassen, ne? Wir sind nur auf der Durchreise. Das Gesetz muss dennoch befolgt werden. Die dunklen Tage der Vergangenheit dürfen sich nicht wiederholen. Wir hatten einst große Sorgen hier. Das tut mir leid. Kaum vorstellbar, wenn man sich diesen... wenn man sich diesen Ort hier ansieht. Es ist so friedlich hier. Es war eine Zeit der großen Traurigkeiten. Traurigkeit. Reisende aus der ganzen Welt segeln nach Laguna. Reisende, die sich nicht immer gut verstehen. Seefahrer sind herzlich, aber auch temperamentvoll. Ohne ständige Aufsicht liegen sie sich bald in den Haaren.
Und deshalb habe ich einen Plan entwickelt, um den Frieden zu wahren. Ich bin sicher, dass ihr schon wisst, was ich meine. Genau, dass jeder in der Stadt Badesachen tragen muss. Natürlich. Wie hat der eine Schraube locker oder was? Was soll das denn ändern? Eine ganze Menge, Fee. Denn die Badesachen kann man keine... okay. Denn in Badesachen kann man keine Waffen verstecken. Ho, ho, ho. Und egal aus welchem Land man stammt, wer hierher kommt, muss sich so kleiden. Egal ob aus dem, ob aus Al-Kuwait, Katzbuckel oder den entferntesten Ländern im Norden anreist. Wer Badesachen anzieht, wird ein Bürger von Laguna. Wow, das ist interessant. Aber es ist eine ziemlich seltsame Idee. Wie konntet ihr alle davon überzeugen, dem zuzustimmen? Hoho, zuerst haben sich natürlich alle darüber lustig gemacht. Keiner wollte mein Vorhaben unterstützen. Aber ich ließ mich nicht beirren. Ich hielt an meiner Vision fest. Ich schob Vorbitten und Frustration beiseite. Und warum konnte ich mich so sehr zurückhalten? Weil ich einen Traum hatte. Ein Traum vom Frieden in meiner Heimatstadt. Mensch, ich dachte, dass die sich so anziehen, weil es hier so heiß ist. Hihi, ich auch. Hohoho, da seid ihr nicht die Ersten. Aber das beweist nur, wie friedlich unsere Stadt geworden ist. Das nenne ich ein lustiges Missverständnis. Jetzt verstehe ich das. Wir sollten den Wunsch des Gewinners respektieren und uns so anziehen wie alle anderen. Genau, ich will eine Bürgerin von Laguna werden. Na schön, wenn es unbedingt sein muss, aber ich habe keine Badehose dabei. Ihr etwa? Hoho, keine Sorge, mein Kleiner. Wir haben eine große Auswahl an Badesachen für Besucher wie euch auf Lager. Kommt mit zu mir nach Hause. Entschuldigung, hat etwas gedauert. Wir sind zwei Jungs, aber wir wissen schon, dass Mädels fürs Anziehen oft ein bisschen länger brauchen, nicht Olli? Ja, schon. Jedenfalls sind wir jetzt alle Bürger von Laguna. Sehen wir uns ein bisschen um. Vielen Dank, Herr Gouverneur. Ho, ho, ho. Die Badesachen dürft ihr behalten. Immer wenn ihr uns besuchen kommt, müsst ihr sie anziehen. Und jetzt kann ich endlich sagen, willkommen in Laguna. Dankeschön. Und jetzt können wir uns endlich ein Boot suchen. Verflixt noch eins. Was für ein Dampfplauderer, Mann. Du hältst eine Badehose. KKK, würde ich sagen, suchen wir uns doch ein Schiff. Ah, ich wollte zu diesem kleinen Tierchen da unten. Gut, geht leider nicht. Das soll unser Schiff sein. Oh Gott, das ist riesig. Was ist das für ein Typ, der davor steht? Ich soll mit dir quatschen. Pirat. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie der Kapitän von diesem Schiff? Das bin ich, mein Junge. Captain und Herr über alle, die darauf segeln. Sie haben ein schönes Schiff, Captain. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Sie ist die schönste der sieben Weltmeere. Es gibt kein edleres oder furchteinflößenderes Schiff, das Wind und Wellen trotzt. Und ihr Name ist gleichermaßen edel und furchteinflößend, denn sie ist die legendäre Seekuh. Ich muss jetzt was fragen, Captain. Würden Sie uns an Bord nehmen? Wie? Ihr wollt auf der Seekuh reisen? Wir müssen in die Herbstlande. Halt, Mädchen. Denkst du, du könntest einfach an Bord kommen? Was glaubst du, wer du bist? Captain, ich wollte nur noch mal betonen, was für ein großartiger Captain du doch bist. Der junge Mann, der da vor dir steht, und ich weiß, wie verrückt es klingt, aber hör mich bitte an. Dieser bescheidene Knabe hier, er heißt übrigens Oliver, ist nämlich gerade dabei, einfach mal so unsere verflixte Welt zu retten.
und er wird begleitet von keinem geringeren als mir selbst, Tröpfchen, dem großen Großfürsten der Feen. Und ich bin Esther. Du bist eine Fee? Ich habe die ganze Welt bereist, aber einer wie du ist mir noch nie untergekommen. Nun, mein Junge, du bist also unterwegs, um die Welt zu retten? Mit einer Fee im Schlepptau? Hahaha, dann wird mein Schiff allein wohl nicht genügen. Du wirst zwei brauchen, oder eine ganze Armada. Haha. heißt das, dass sie uns mitnehmen? Aber natürlich, Junge. Zuvor musst du mir lediglich einen Freibrief präsentieren. Von unserer Kulifin, der äußerst erhabenen Lactitia. Schließlich segeln wir zu ihrem Ruhme und zum Ruhme von Al-Kuwait. Sollte die Kulifin euch die Erlaubnis erteilen, an Bord gehen zu dürfen, werde ich euch nicht im Wege stehen. Also gut, Captain, wir besorgen uns diesen Brief sofort. Haha, schöne Worte, aber leichter gesagt als getan, fürchte ich. Wenn du aber wirklich dazu bestimmt bist, unsere Welt zu retten, dürfte es dir im Handumdrehen gelingen. Haha. Ich denke nicht, dass er uns glaubt, oder? Das ist unwichtig. Wir müssen ihm einfach nur beweisen, dass er falsch liegt. Wenn wir ihm diesen Freibrief bringen können, wird er uns glauben müssen. Gehen wir zurück nach Al-Kuwait und holen ihn uns. Kulifing Lactitia, was? Wie die wohl ist? Ich freue mich schon drauf. Ich liebe Monarchen, echt. Okay, das heißt für uns wieder den kompletten Weg zurück. Und zwar nach Al-Kuwait. Ich vermute aber, wir dürfen unsere Klamotten dann wieder ändern. Oder machen die das automatisch in dem Spiel? Weiß nicht. Ah, wir haben ja diese Port-Dinger. Also nee, warte mal. Ach, vertraut, na, stimmt, das sind ja schon... Ich habe immer noch im Kopf, dass das solche Art, Teleporter sind. Das heißt, dass ich da einfach reingehen kann und dann lande ich in einer anderen Stadt oder so. Was ein völliges Fehldenken ist. Bitte, ich habe jetzt die anderen Klamotten an. Ja, sehr gut, jetzt switche ich die Klamotten automatisch. Finde ich sehr, sehr angenehm. Ja, wir haben ja gelevelt. Das heißt, Kämpfe sind nicht mehr ganz so notwendig, aber wir machen es trotzdem. Einfach weil wir es können. Also man sieht, wir machen schon viel Schaden, die machen uns im Grunde genommen gar nichts. Ja, 20er Hits. Nicht schlecht auf jeden Fall. 74 Erfahrungspunkte ist so gut wie gar nichts. Aber warum müssen wir den ganzen Weg zurück? Ah. Ein Schwammstein? Ah, warum sind die so schnell? Na gut, na, ein bisschen Erfahrungspunkte. Ist okay. Okay, Al-Kuwait ist ganz hinten durch. Da vorne. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass der Seefahrer uns das irgendwie abgekauft hat, dass wir da bereit sind, die Welt zu retten. Ich bin mal gespannt, was Lactitia sagt, beziehungsweise wie sie drauf ist. Also wo genau müssen wir hin? Hast du Bohnen in den Ohren? Dahin, wo die Kulifin ist, oder nicht? Zum Palast, Mann, zum Palast. Es ist auf der anderen Seite des Hauptplatzes, Oliver. Ich zeig dir den Weg.
Oh, ne. Was ist los, Esther? Nichts, ich hatte nur kurz das seltsame Gefühl, als ob uns jemand folgen würde. Das ist sicher nichts, da ist sicher nichts dran. Entschuldige, also dann gehen wir, oder? Klar. Beim Bart des Propheten, die königlichen Züge, die majestätischen Rundungen des Nasen, der Nasenlöcher, deine Nase ist absolut identisch mit ihrer. Wie bitte? Bitte, du musst Modell für mich stehen. Was? Wer seid ihr? Ah, vergib mir. Ich bin nur ein bescheidener Künstler. Ich arbeite gerade an dem Porträt einer Person, der du verblüffend ähnlich bist. Entschuldigung. Ich sehe aus wie die Person auf eurem Porträt? In der Tat, ich kann sie jedoch nicht persönlich aufsuchen. Dürfte ich dich eingehender betrachten? Naja, wenn es sein muss, nur zu. Ja. Ah, also eher so. Die Form des Kiefers ist der Schlüssel. Ja, natürlich, danke. Ich stehe in deiner Schuld. Jetzt weiß ich, was ich tun muss, um mein Meisterwerk vollenden zu können. Ich bin dir in ewiger Dankbarkeit verbunden. Na gut, gern geschehen. Ich muss sofort zurück in mein Atelier. Leb wohl. Wow, ich frage mich, wer diese Person ist, die mir so ähnlich sieht. Wer auch immer es ist, dieser Künstler findet sie wohl ziemlich hübsch. Verdammt, diese Künstlertypen sind ein bisschen aufdringlich, nicht? Und ein bisschen durchgedreht natürlich. Wie? Was meinst du denn? Och nix, nur dass er ein bisschen komisch war. Ist dir das nicht aufgefallen? Nur mir? Na gut, ich halte meine große Klappe. Gut, gehen wir, ne? Klar, gehen wir. Kurze Anmerkung. Und zwar, der Typ, der uns hier irgendwo betrachtet hat, war im Übrigen der den Kessel gestohlen hat. Habe ich ja euch zu Beginn des Videos gesagt, der hat den Kessel gestohlen, bla bla, wir haben ihn gefunden, er hat uns den Kessel gegeben und es war genau dieser Typ und meine Vermutung war richtig, dass er uns doch noch, nochmal begegnen wird. Ah, wir könnten eigentlich bei Rashid Hallo sagen, aber ich denke mal, wir machen das nicht. Und gehen einfach mal direkt zum Palast. Das müsste der da vorne sein. Oh, sieht wirklich geil aus. Lassen die uns rein?